Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es das Thema Superconducting Single Photon Detector gehen, auch kurz SSPD. Manchmal kennt man das auch unter dem Kürzel SNSPD, da ist das N dann noch für Nanowire, also Superconducting Nanowire Single Photon Detector. Es ist also nichts anderes als ein supraleitender Einzelelektronendetektor. Wir wollen uns mal einen kurzen, groben Aufbau und Überblick machen, wie das Ganze denn funktionieren kann, beziehungsweise was dafür sorgt, dass man auch Einzelphotonen detektieren kann. Und warum dieser Superconducting Single Photon Detector eben so besonders ist, also warum man ihn eben supraleitend ausstattet. Dafür ist es erstmal schlau zu wissen, dass dieser Detektor eben eine sehr hohe Strahlung detektieren kann, also bis hin zu Terahertz Strahlung, was ihn halt für den Gebrauch von Superconducting Quantum Interference Devices, also SQUIDs, als sehr nützlich darstellen lässt. Das heißt, man kann auch sehr, sehr hohe Spannungen, sehr, sehr hohe Frequenzen detektieren, nämlich eben diese, die im Terahertz-Bereich vorhanden sind. Und ich würde sagen, bevor wir das Ganze jetzt mal grafisch visualisieren, schauen wir uns erstmal an, wie der Ablauf denn genau aussieht beim Superconducting Single Photon Detector bzw. Superconducting Nanowire Single Photon Detector. Also die Liste, wie es halt abläuft, ist hier links aufgezeichnet. Was wir aber haben hier rechts, ist einmal visualisiert. Ich will es in drei Schritten malen, wie das Ganze aussieht. Was wir hier sehen, ist halt dieser Superconducting Nanowire Single Photon Detector. Also haben wir einen kleinen Draht, ein kleines Drahtstück, das eben supraleitend ist. Und durch dieses Drahtstück wollen wir jetzt als erstes mal einen Strom, der ungefähr dem kritischen Strom des Supraleiters entspricht, vielleicht ein bisschen kleiner am besten noch ist, sodass er halt eben durch kleinste Erhöhungen eben über diesen kritischen Stromfeld existiert. Das heißt, wir haben da jetzt einen Strom durchlaufen durch diesen Supraleiter. Also dieser ganze Draht hier ist wie gesagt ein Supraleiter, durch den jetzt hier, wie wir sehen können, eben ein Strom I durchfließt. Was dann passiert ist, ist ein Photon mit einer Energie E-Photon größer als die Energie von einem Cooper-Paar, was halt ja eben hier überall vorhanden ist, Cooper-Paare, weil wir eine Supraleitung haben, tritt auf. Also wir haben im Endeffekt hier ein Photon, was hier reinfällt und hier an dieser Stelle auftrifft. Und was jetzt passiert im dritten Schritt ist, dass dieses Photon, weil die Energie ja größer als die Bindungsenergie eines Cooper-Paares ist, ein Cooper-Paar zerreißt. Und das ist halt auch das Wichtigste, dass das erste Photon, was eintritt und was wir detektieren wollen, auch eine größere Energie als Cooper-Paar hat, sonst können wir es nicht detektieren. Aber wenn dies erfüllt ist, dann zerreißt es halt eben eins dieser Cooper-Paare und genau an dieser Stelle, wo ich jetzt hier den Punkt gemalt habe, entsteht ein Hotspot, so nennt man diese Stelle. Was wir dann an diesem Hotspot haben, ist, dass eben heiße Elektronen stehen. Wir haben ja sonst ein Cooper-Paar, das sind zwei Elektronen, die gebunden sind und die brechen auf zu zwei heißen Elektronen, sehr energiereiche Elektronen und diese sehr energiereichen Elektronen, die thermalisieren halt jetzt auf das Umfeld, das heißt, die regen auch die Cooper-Paare drumherum an, gerade auch deswegen, da diese heißen Elektronen ja die Temperatur steigern durch eine Erhöhung der Temperatur, dadurch, dass wir so nah am kritischen Strom sind, verlieren wir hier die Supraleiterfähigkeit und ein höherer Widerstand entsteht in diesem kleinen Punkt, dadurch wird das Ganze noch mehr aufgeheizt, wir haben also so eine Art Lawineneffekt und wir thermalisieren das umgebende Gebiet, sodass wir jetzt hier überall drumherum schon es geschafft haben, durch unsere Erhöhung der Temperatur, durch unsere Erhöhung des Widerstands und durch unsere heißen Elektronen, die thermalisieren, eine Fläche zu erstellen, die jetzt schon gewachsen ist, die eben dafür sorgt, die da eben das bewirkt, dass wir eben hier überall keine Supraleitung mehr vorhanden haben. Also unsere nicht superleitende Fläche ist durch die Thermalisierung auf das umliegende Gebiet angestiegen, was halt eben bewirkt, dass der Widerstand und die Temperatur in dem Bereich steigt. Und da würde ich jetzt das zweite Bild zu malen, weil was wir jetzt haben, ist eben diese lawinenartige Ausbreitung. Also wir haben jetzt hier so eine große Fläche schon, die nicht mehr supraleitend ist durch diese Thermalisierung. Was dann halt in dem Schritt noch passiert, beziehungsweise wir hier oben noch einzeichnen können, ist, hier ist die Spannung natürlich null, weil der Strom kann hier noch durchfließen ohne Probleme, ohne dass dieser Bereich uns interessiert. Auch hier haben wir jetzt schon diese Fläche mal eingezeichnet, was wir sehen können, ist, dass der Strom noch hier um diese Fläche drumherum ausweichen kann, der supraleitende Strom. Allerdings wächst und wächst diese Fläche. Das heißt, jetzt gerade in diesem Schritt ist die Spannung immer noch null, weil der Strom halt supraleitend um diese Fläche drumherum kann. Das heißt, da ist noch kein Problem. Aber was wir halt jetzt als nächsten Schritt haben, ist, dass dieser Strom ja immer wieder auf diese Fläche trifft, beziehungsweise diese heißen Elektronen sich immer weiter ausbreiten und weiter ausbreiten, sodass wir im Endeffekt irgendwann dabei angekommen sind, dass wir, wenn wir hier den Hotspot hatten, eine ganze Fläche haben, die halt eben nicht supraleitend ist in diesem Nanowire. Deswegen muss der auch extrem dünn sein, damit das Ganze schnell geht und sich schnell einmal ausbreiten kann.
Aber was wir im Endeffekt dann haben an der Stelle, ist, dass der Strom nicht mehr außen rum fließen kann, sondern durchfließen muss. Fließt der Strom jetzt hier durch und wir haben eine nicht superleitende Stelle, also hier diese, die hat dann einen Widerstand des Widerstands belastet, dann ist die Spannung, die drüber abfällt, eben nicht mehr null. Und diesen Spannungspeak, den können wir halt hier durch anschließend eines Spannungsmessgeräts eben messen und damit eben detektieren, okay, wenn ein Photon eingefallen ist, was eben diese Energie hat, dann wird kurz danach ein Spannungspeak ausbrechen, der uns eben sagt, okay, gerade ist ein Photon eingefallen. Genau. Was ist der Vorteil jetzt davon? Also das ist das Prinzip, was wir hier haben, also mit der messbaren Spannung und nicht supraleitendes Gebiet, das ist eben der Ablauf. Der Vorteil, den wir jetzt eben dadurch haben, dadurch, dass wir die Supraleitung verwenden, ist eben dieses Photonen und Phononen sind voneinander entkoppelt. Bedeutet, die Prozesse, die hier ablaufen, sind extrem schnell. Wir reißen hier ein Elektron auf, dieses Elektron thermalisiert als Phonon. Dieses Phonon regt dann wiederum ein Photon an, wodurch wir eben diese Thermalisierungsprozesse viel schneller ablaufen lassen können als in einem Nicht-Supraleiter. Und diese sehr schnellen Prozessübergänge, die wir eben durch diese Entkopplung von Photonen und Phononen haben, sorgt eben dafür, dass wir sogar bis zu Terahertzstrahlung detektieren können. Bedeutet also ein sehr besonderer Supraleiter, sehr besonderer Detektor, weil wir eben diese Terahertzstrahlung auch detektieren können. Aber ansonsten gibt es dazu noch weitere Detektoren, die das auch können, Hot-Elektronen-Bolometer zum Beispiel oder SIS-Mischer. Dazu findet ihr auch nochmal Videos, die sind in der Infobox beschrieben oder aufgelistet. Wenn ihr sonst noch Fragen dazu habt, könnt ihr natürlich gerne auch in die Kommentare stellen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.